war ja mal wieder klar, dass du am Fenster sitzen musst, obwohl ich die Kamera habe und gerne mal aus dem Fenster filmen will. Das war Zufall. Zufall? Ja. Ich glaube, auf der Bordkarte, wir können ja mal gucken, steht, dass mein Name hier sitzt. Könnten wir gerne gucken, aber die haben wir verloren. Ah ja. Okay, du darfst hier sitzen, aber als Strafe musst du die ganze Zeit mein iPad nehmen, meine Colaflasche halten und auch mein Handy. Und ich werde dafür aber alles benutzen oder trinken. Ja, dann trink mal schön hier die Kamerakappe. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Prost. Das schmeckt bestimmt super lecker. So, jetzt geht's los. Ich wünsche mir, dass du jetzt mal einmal nicht nervig bist. Hör doch auf, mich zu nervig. Ich würde einfach nur schlafen. Und ich sag mal so, Beinfreiheit wird in dieser Airline auch klein geschrieben. Passt doch noch. Ja, aber guck mal hier, da ist nichts mehr. Ja, sogar du. Und du bist ja winzig. Ich bin 1,94. Du bist quasi ein Zwerg. Das hier bin ich. Und weißt du, was du bist? So 100% das hier. Nee. Landung meines Lebens. Schön eingeschlagen. Ja, ja, und schön eingeschissen habe ich. Bienvenidos a Portugal. This is my first time being here and I feel just amazing. You don't feel amazing, right? Hey, du nervst mich gerade. Es ist der Wahnsinn. Wir haben als allererste Menschen, die aus diesem Flugzeug kamen, unsere Koffer bekommen. Wirklich, das ist ein neuer Rekord. Ich habe noch nie so schnell einen Koffer bekommen. Es war der dritte oder so, ne? Ja, aber dafür haben wir halt ewig jetzt beim Autovermieter gewartet. Ist doch egal. Nee. Ist doch total egal, denn wir haben unsere Koffer so früh bekommen und es hat uns das Glück des Jahrtausends beschert. Okay. Die alte Mistkuh von der Autorezeption da, also hier vom, wie heißt denn das Ding, Autoservice? Autovermietung, wollte uns gerade so eine krasse Karre anbieten und Wolfgang wäre fast reingefallen, weil er so BMWs toll findet und dann fängt die Alte an zu sagen, and now I can give you one BMW and it's gonna be like so great and it's gonna be so much more fun on the Autobahn. Ja, sie hat erzählt, wie schlimm das alles ist hier mit so einer Kleinkarre und der Autobahn fährt auch nur 40 und so. Weißt du, Wolfgang ist so derjenige, der eigentlich viel mehr auf Geld und sowas achtet und dann kostet das Ding auf einmal doppelt so viel und Wolfgang so, sollen wir es vielleicht wirklich machen? Ja. Die hat dich richtig verarscht, die Alte. Nee, ich war nur kurz schwach. Ja, ja. Weil sie ja gesagt hat, dass nicht mal unser Handgepäck in unser Mini-Auto passt. Ja, sie meinte so, ihr habt ein Fiat 500 gebucht, ihr wisst schon, wie wenig da reinpasst. Da passen eure Koffer niemals rein. Ich habe jetzt gerade wirklich große Sorge, ob ihr da überhaupt eure Koffer reinkriegt. Und dann zeigt sie uns so Bilder auf Google Bilder, zeigt uns wirklich so ein Fiat 500, wo wirklich so ein Kofferraum drin ist und meint so, ja genau, so sieht das aus, da passen eure Koffer nicht rein. Ich so, wir warten mal ab, wie das Ding aussieht. So, dann hat es 5 Minuten gedauert und schon sitzen wir in einem Toyota. Lasst euch bloß nicht abziehen bei der Autovermietung. Das sind alles Schurken und die wollen euer Geld. Die arme Frau will auch nur leben. Vielleicht hat die 5 Kinder zu Hause und weiß nicht, wie sie die heute Abend mal eine Orange kaufen soll. Warum ja. Denn eine Orange? Naja, weil als wäre das so das wichtigste Lebensmittel. Ja, das ist Saft und Essen. Das ist top. Das, was für ein Scheiß. Was sagst du denn so zu Portugal? Naja, bisher muss ich hier nur ganze Zeit fahren. Ich sag mal so, sieht alles ziemlich trocken hier aus. Vielleicht solltest du mal News lesen. Europa leidet gerade unter einer extremen Dürre. Ja, aber trotzdem kann ich ja sagen, dass es hier trocken aussieht, oder? Was musst du mir jetzt so an Karren pissen? Was hab ich dir eigentlich gefahren? Ich fahr hier gleich gegen eine Mauer, dann hast du nämlich ein Problem. Ja, und du aber nicht, oder was? Ja. Ja. Wow, wir sind da. Happy Birthday. Siehst du die Palme da? Die gehört mir. Und die da unten gehört mir. Wie schön, ich bin richtig gespannt. Würde dich
dich wirklich darum bitten, diese Schlappen auszuziehen. Hä, die sind doch so wunderschön. Wirklich, die betonen nicht dein Outfit. Die sind sehr, sehr bequem. Du darfst die hier drin im Zimmer tragen. Und die sind tragen, gratis. Nee, damit gehe ich jetzt zum Essen. Nur weil die gratis sind, heißt das nicht, dass du die jetzt draußen tragen darfst. Die haben uns die geschenkt. Ich trage auch gleich den Bademantel. Leute, was mache ich denn jetzt? Warum habe ich so einen peinlichen Freund? Hä? Du siehst so unglaublich scheiße damit aus. Aber okay, du darfst sie tragen. Ich nehme auch noch Ersatzdinger mit. Du darfst sie tragen, wenn du dazu noch den Bademantel trägst, okay? Okay, das will ich sehen. Geht der Bademantel wohl nicht zu? Eventuell ist das ein Kinderbademantel. Ich glaube nicht, warum sollte ein Kinderbademantel sein? Hä? Ich frage mich, was das über dich aussagt. Und ich wollte einfach nur essen gehen. Jetzt zieht er hier schon einen zweiten Bademantel an. Naja. In der Hoffnung, dass das... Der ist auch für die Frauen. Kinderbademantel? Ja, siehst du, habe ich doch gesagt. Scheiße. Naja. Ja komm, dann gehen wir jetzt Vielleicht sollte ich seltener ins Gym gehen. Ja, ja, daran liegt es ganz bestimmt. Ich sag mal so, es ist 5 Minuten später und ich habe es geschafft, ihn zu überreden, dass er sich doch noch normale Klamotten anzieht. Ja. Warum musst du immer so ein Drama veranstalten? Warum bist du so eine alte Queen? Wer steht eine Dreiviertelstunde im Badezimmer und macht seine Haare? Hä, ich nicht. Ja doch, dein Fuß in den Haaren. Leute, ganz ehrlich, meine Haare gingen heute so schnell. Und wehe, du fährst da jetzt rein. Die sehen doch heute mal wirklich schön aus. Boah, diese Kamera ist, es sieht so geil aus. Oh, guck mal, eine Cat. Nur weil du jetzt eine Kamera hast, musst du jetzt nicht alles filmen. Alles kacken. Also Leute, ich habe ein kleines Problem. Wir waren vorhin indisch essen, ich habe es nicht gefilmt. Du hast Durchfall. Ich habe noch keinen Durchfall, aber ich kenne jemand anderen, der tierischen Durchfall hat. Wie oft warst du jetzt schon auf der Toilette in den letzten 2 Stunden? Dreimal? Einmal. Du warst sogar beim Inder schon kacken. Ja, aber da war zum Glück eine Kakerlake, die hat mich abgelenkt. Das Problem ist, ich dachte nur, Wolfgang hat mal wieder seinen empfindlichen Magen. Er ist halt eine kleine Drama-Queen, wir wissen ja Bescheid. Ich habe gar keinen empfindlichen Magen. Natürlich. Hä? Und du hast ständig überall Durchfall. Hä? Gar nicht. Weißt du, wann ich letzte Mal durch... in Thailand? Da hatte ich Brechdurchfall. Ja, das hast du ständig. Brechdurchfall ist was ganz anderes, Leute. Das war mein erster und letzter Brechdurchfall. Das Problem ist, ich kriege jetzt langsam auch Bauchschmerzen. Und ich weiß nicht, ob es am Inder liegt oder am Frühstück oder was auch immer. Das nennt man Hunger, du Trottel. Nee, das ist kein Hunger. Ich merke, dass... Das ist so ein Ziehen im unteren Rücken. Ich glaube, vielen von euch ist das... Ziehen im unteren Rücken. Ja, wirklich. Ja, ich glaube, du hast Rücken, du hast einen Bandscheibenvorfall. Ich glaube, vielen von euch ist es ein Begriff. Und ich wünsche mir ganz stark, dass ich nicht Durchfall heute Nacht kriege. Weil das ist nämlich das Ding. Dir. Hoffentlich scheißt du dich ein. Du bekommst eben heute am Tag Durchfall. Und dann scheißt du dich aus und heute Nacht kannst du schön schlafen. Und ich, der eh schon die Einschlafprobleme des Jahrtausends hat, ich werde heute Nacht aufwachen und dann ist das Bett voll geschissen. Aber weißt du, worauf ich mich verlassen kann? Dass du mich dann wächst. Natürlich. Wahrscheinlich werde ich auch dich voll scheißen. Kannst dich schon mal drauf freuen. Ein schöner Baum. Kannst du mal deine Hand da wegtun? Ich habe gerade die schöne Palme fotografiert. Den Steinhaufen fotografiert. Aber Leute, guck mal, es sieht richtig schön aus. Es ist heute ein bisschen bewölkt leider. Das ist aber gut für uns. Aber ich muss auch sagen, ich friere ein bisschen. Meine Hand ist kalt. Fühl mal. Nee. Fühl mal. Geh weiter. Jetzt fühl doch mal meine Hand. Nein. Da ist doch ein ekliger Pickel. Das ist kein Pickel, das ist ein Bluterguss. Und hier, guck mal Leute, das ist auch noch übrig geblieben. Das interessiert keinen. Und hier... Ist ein Buch. Wollen wir mal schauen? Das ist sogar auf Deutsch. Nee. Oha, The Olive Farm. Ich wusste gar nicht, dass Olive auf Deutsch Olive heißt. Ich habe ihre gelesen. Da fehlt eine R, weißt du? Ja. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich dachte, wir wollten was essen. Ja, wir gehen in ein Restaurant. Ja, aber wo ist das? Ich weiß ja nicht, wo du hingehst, um Sachen zu essen. Ja, aber hier sind doch welche. Ja, willst du zu Magma gehen oder was? Naja. Oder zu Mungos Bar? Ja. Ich will aber dahin. Hat der zu? Sunday. Och nee. Einmal überlasse ich dir die Verantwortung und dann haben wir verkacken hier. Aber guck mal, wie schön der aussieht. Hier ist alles hier kriegen wir nichts zu fressen. Aber guck mal, der Baum hier, wir kriegen so hier schön aus. Zu essen. Wir müssen unbedingt nochmal hierher kommen, wenn er offen hat am besten. Wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben aber kein Fahrrad oder Auto. Das ist so nervig. Wir müssen jetzt weiter runter, weil da unten kommen noch mehr Restaurants. Hier hat mir nichts zugesagt. Doch, Sorry. Wir holen uns einfach einen Döner. Da gibt's keinen Döner. Siehst du mal, was wir hier machen? Ja, was denkst du, was wir hier machen? Meinst du, die Leute können sich nicht vorstellen, was wir hier machen? Die Frage ist, wann hast du aufgehört, mich zu lieben? Ich habe
nicht gefilmt, was wir gegessen haben und so weiter, denn es gab eine heikle Situation. Wir haben nämlich als Appetizer Oliven und Brot bestellt. Aber wisst ihr, was nicht kam? Oliven und Brot. Und Wolfgang fand es gar nicht witzig. Ja, wir haben das bestellt, weil wir Hunger drauf hatten. So schlimm war es gar nicht, weil das Hauptzeug hat halt gereicht. Aber dann ging es darum, wenn wir jetzt bezahlen, eigentlich dürfen wir jetzt kein Trinkgeld geben, weil wir waren ja unzufrieden mit dem Service. Vor allem, weil ich schon noch einmal gesagt habe, hier, was ist mit unserem Brot und Oliven? Ich dachte mir so, mein Essen hat ja an sich geschmeckt und wenn wir jetzt kein Trinkgeld geben, dann mögen die uns nicht mehr und dann können wir nie wieder in dieses Restaurant gehen. Und eigentlich will ich ja noch mal in das Restaurant rein, weil mir mein Essen nicht, gut geschmeckt nicht hat. Nicht bezahlen und wegrennen. Naja, aber wenn du kein Trinkgeld gibst, also wirklich gar nichts, dann heißt das ja schon so, ich hasse euch, ihr seid scheiße und ich kacke euch auf den Tisch. Nee, das ist das Zeichen, so von wegen, ich bezahle für das Essen, aber der Service war kacke. Ja, das ist das Problem. Ja, können wir uns da jetzt noch mal reinbewegen oder werden wir dann mit vollen Tomaten beworfen? Die Frage ist halt, wollen die unsere Kohle oder nicht? Die Frage ist halt auch, Leute, was hättet ihr gemacht? Also naja, ich persönlich, mein Essen war gar nicht so geil. Ich persönlich hätte so ein bisschen Trinkgeld gegeben. Ich hätte so maximal 3 Euro gegeben. Es hat ungefähr 40 Euro gekostet. Wolfgang hat nichts gegeben. Nö. Ja, nichts. Ja, weil Service nicht zufrieden, kein Trinkgeld. Ende. So sieht's halt aus. Ready, hier hoch zu kraxeln? Da waren wir schon. Das Ding ist, wollen wir hier hoch oder wollen wir hier runter in diese Höhle? Da bauen wir unser Haus rein. Unser Haus in die Höhle? Ja. Sorry, aber es ist mir zu dunkel da. Ich brauche schon ein bisschen Sonnenlicht. Deine Trottel. Also Leute, wir werden jetzt hier so hochlaufen und dann werden wir dort so ein bisschen von Stadt zu Stadt wandern, die ganze Küste entlang. Es wird der Wahnsinn. Schaut halt mal, Leute, wie lange wir schon unterwegs sind. Genau, wir kommen nämlich in keinen Scheiß voran hier. Leute, das ist, ich meine, nicht Wolfgangs Arsch, aber das hier sind Agaven und das hier ist die Blüte einer Agave. Schaut mal, wie fett das ist. Also dieser Baum hier, ne? Das ist die Blüte von diesem Teil und wenn dieser Baum hier einmal verblüht ist, dann stirbt einfach die ganze Pflanze. Dann geht die alle so, geht die so voll unter. Ist das nicht faszinierend? Ist das steil hier. Hier müssen wir echt gucken, wie weit wir vorgehen. Nicht, dass hier gleich irgendwas von der Klippe abbricht. Ja, Wolfgang hat hier gerade so einen Stein gefunden. Den schmeißt er hier. Warte, warte, warte. 3, 2, 1. Oh Gott. Toll, jetzt ist er weg. Boah, hast du es gehört? Ja, natürlich habe ich das gehört. Oha, such mal noch einen. Nein. Das war richtig cool. Ich habe Angst, dass wir da ein Boot treffen. Gehört schon so mit zu den schönsten Landschaften, die ich hier gesehen habe, oder? Ja. Vor allem so mit diesem V-Ausschnitt hier noch zum Meer. Das sieht so schön aus. Ja, hallo, wer bist denn du? Ja, du bist ein Guter. Ja, du bist ein Guter. Wolfgang ist so jemand, der immer solche nervigen Schilder hier liest. Selbst wenn ein riesiger Penis drauf gemalt ist. Hast du den schon gelesen? Das habe ich überlesen. Aber weißt du was? Was die Leute nicht wissen, abends fragst du immer, hä? Und woher weißt du das alles? Ja, weil ich mir das durchlese. Bei jedem scheiß Schild hältst du an. Ich sehe das aber am Ende auch. Aber warte mal, steht das einfach nur so? Mach das nicht kaputt, das war teuer. Warum? Tja, die Leute sollen mal sehen, was du für ein Ferkel bist. Weil ich im Busch pink. Hä? Wir sind ja also im Kinderspielplatz. Das ist ein Kinderspielplatz. Ja. Leute, schaut mal, was wir hier gefunden haben. Call me Crocodile, Snake, Dundee, whatever. Aber wir haben hier eine gehäutete... Das ist keine gehäutete Schlange, das ist ein Schlangenkadaver. Nein. Komm her, hier sind noch die Rippen von dem Viech. Ach, Quatsch. Und hier vorne sind noch die Zähne. Oh, und guck mal, hier sind so die ganzen Maden und so noch dran. Boah, die stinkt auch, muss ich sagen. Das ist richtig das eklige Vieh. Okay, warte, ich drehe. Oh, wie geil ist sie denn? Oha, sieht man das in der Kamera? Wow, einfach eine tote, vertrocknete Schlange. Ich finde das gerade total faszinierend und die meisten von euch finden das wahrscheinlich gerade total eklig, aber we love a good dead animal. Oh mein Gott,
Sieht man den Kopf richtig? Ja. Boah, ist das krass. Ob das wohl eine giftige Schlange war? Weiß ich nicht. Ah, dieses Skelett da einfach, wie geil. Und hier noch diese ekligen Viecher, die da dran so noch rumfressen. Lass die jetzt mal da liegen, ja. Also, rest in peace, Schlange, aber du bist eine geile Alte. Warte, wir tun sie so hin, dass sich noch jemand erschrecken könnte davor. Freue mich gerade richtig. Für sie oder für dich? Für mich, für sie ist halt schade, aber so konnte ich sie mir immer von nahem angucken, ist auch wichtig. Also Leute, unsere Wandertour ist offiziell beendet, aber ich will noch so eine Agave da. Zeig die mal. Die. Das ist eine, die ist gerade frisch am Blühen. Die natürlich nicht. Aber ich will so eine alte, vergammelte, weil die sterben ja nach dem Blühen. So eine will ich umkicken. So richtig so. Und dann das ist aber höchst illegal. Die sind tot offiziell, wenn die verblüht sind. Und dann sehen die so aus? Ja, genau. Die ist schon umgekickt. Da hatte schon mal jemand den Spaß seines Lebens. Und nochmal. Richtig doll. Doll, schieb. Und nochmal, hinterher. Sei doch nicht so tüdelig. Jetzt schieb. Wow. Boah. Schon krass. Aber irgendwie sah es schöner aus, als sie noch stand, ne? Willst du sie wieder aufstellen? Solltet man jetzt das geht? Meinst du, die bleibt stehen? Nee, ist jetzt eine Gefahr hier für die Leute. Dass sie da umkippt? Ja, natürlich. Kein Problem. Gut? Nee, jetzt hat der Mann mich gesehen, der hasst mich jetzt bestimmt. Scheiße, ey. Warum sind hier solche Assis? Du, Bäume ich nicht. Umschmeißen? Das ist Anstiftung zu Arschloch sein, was du hier mit mir machst. Aber Leute, es wäre halt eh umgefallen irgendwann, weil es war hohl as fuck und es hätte vielleicht einen Menschen getroffen. Und so sind wir jetzt safe. Willst du jetzt sagen, wir du bist, heilige Samariter. Bist du Superman? Wir sind heilige Samariter. Okay. Applaus für mich selbst. Erklären, was hier los ist. Ich renne jetzt rein, okay? Ja, aber lass die Alte, nee, den Typen noch vorbei. Die Alte. 3, 2, 1. Es ist unfassbar kalt. Schön es frisch. Ist so viel besser, wenn man reinrennt. Es ist jetzt eiskalt alles an mir, aber man merkt das nicht so. Ist voll geil. Ich mach's direkt normal, okay? Sah es cool aus? Ja, ja. Aber es ist so schön hier. Hast du mal nach da gefilmt? Es sieht so unglaublich schön aus. Jetzt könnte ich mal gut pinkeln. Ja, mach doch. Voller Sand, ey. In jeder Ritze meines Körpers ist jetzt Sand. Wie so ein Kleinkind. Also ziemlich alle Frauen hier am Strand sind oberkörperfrei. Und es ist so richtig empowering irgendwie, ne? Mhm. Ich finde das so richtig schön, dass da hier anscheinend, dass niemanden juckt hier irgendwie. Ich bin auch oberkörperfrei. Ja, aber bei deinen Titten ist es nochmal was anderes. Spaß. Ich habe selten in meinem Leben so krasse Landschaften gesehen. Das sieht so heftig hier aus. Ich kann mich gar nicht daran satt sehen. Guckt mal einfach, wie tief man runter aufs Meer gehen kann. Wenn das abbricht, wo willst du dich festhalten? Du bist so nervig. Nee, ich will halt das nehmen. Mal erklären, wo wir hier sind. Wir sind an Cabo São Vicente. Wir sind an dem an dem südwestlichsten Punkt from the country. Und da ist ein Leuchtturm, schau. Wow. Der ist rot und hat eine Kuppel. Hast du die schon mal gesehen? Nee. Das sieht aus wie so ein Schnörpel von einem Wiener Würstchen. Guck mal, wenn du jetzt da oben stehst, ne? Mhm. Und dann springst du von dieser Spitze da so, hui, pff,
ins Wasser rein, dann zerplatzt doch dein gesamter Körper da so an der Wasseroberfläche, oder? Nee. Nee? Meinst du kannst überleben, wenn du da so runterspringst? Ja. Hast du noch mehr dazu zu sagen? Warum? Wieso? Wow, siehst du das? Ja, der linke bin ich. Das ist das größte jemals gefangene Seepferdchen der Welt. Und daneben bist du. Wow, stell dir mal vor, das begegnet dir im Wasser. Das bist wirklich du. Du siehst genau so aus. Was? Also Leute, falls ihr noch nicht wusstet, wie Wolfgang aussieht, so könnt ihr ihn euch ungefähr vorstellen. Die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall im Auge. Das Auge schreit so richtig, oh mein Gott, ich werde jetzt sterben. Ja, und warum solltest du das sagen? Weil du mich immer fast tötest. Mit was denn? Naja, neulich hättest du mich fast vergiftet, dann wolltest du mich hier die Klippe runter. Du laberst nur Bullshit. So, meine kleinen Schniedelwürstchen. Und auf einmal ist es schon wieder vorbei. Wir sitzen jetzt im Auto Richtung Flughafen. Und gleich geht's auch schon wieder nach Hause. Aber wir freuen uns sehr auf Bobby. Für jeden, der überlegt, hierher zu kommen, gönnt euch. Macht wirklich Spaß hier.